Jawohl, und willkommen hier zu einem weiteren XXL Unboxing Battle auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute gibt es das Duell zwischen den beiden neuen Champions League Serien und was Geileres gibt's doch eigentlich gar nicht, Leute. Zwei neue Serien öffnen, zwei Serien gegeneinander antreten lassen im XXL-Style, Leute. Also ich habe mega Bock, ich hoffe, ihr habt auch Lust hier auf das heutige XXL-Unboxing-Battle. Wenn ja, lasst direkt mal ein Däumchen da, Leute, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wer noch nicht Abonnent meines Kanals ist, kann natürlich auch meinen Kanal kostenlos abonnieren. Das ist ja klar. Let's go, Leute, 5 Booster auf jeder Seite, 5 Match-Tags Champions League, 5 Tops Champions League-Sticker-Tüten und let's go. Gehen wir rein in die erste Runde. Und ich bin gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Es gab ja schon ein normales Unboxing-Battle zwischen den beiden Serien. Und das ist für eine Serie ganz einfach gewesen. Sagen wir es einfach mal so. Oh, Liverpool-Logo, sehr nice. Eric Bertrand Boyer. Dann haben wir einen Fährmann, Dejan Lovren und Diego Costa mit einer Schussgenauigkeit von 30%. Ja, Leute, wie soll ich mich entscheiden? Bailly, Fährmann, Lovren, Costa sind alles gute Spieler. Aber so einen richtigen Spieler, der aus der Reihe tanzt, sage ich mal, gibt es da jetzt nicht. Deswegen schauen wir mal hier ins Stickertütchen rein, ob wir da vielleicht schon einen Spieler haben, der deutlich besser ist. Und ich sehe da schon einen, Leute, nämlich in groß. Skriniar, Casemiro. Wer ist das denn hier? Quer Queller von Lokomotive Moskau. Dann haben wir Diaz und einen Robert Lewandowski, Leute. Und Robert Lewandowski, auch wenn er ab und zu mal oder gerade jetzt bei der Bayern-Zeit eine schlechte Zeit hat, weil er kaum Anspielstationen da vorne bekommt, also kaum Bälle bekommt vorne, ist er trotzdem meiner Meinung nach besser als Costa, besser als Lovren, besser als Fährmann und besser als Bailly. Und das ist das 0:1 für die Champions League Sticker. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Jetzt zweite Runde. Goalkeeper von Man City, das muss doch eigentlich Ederson sein. Und Ederson, Jawolski, ihr seht es, Leute, ihr seht es. Club 100. Jawolski, Club 100 Ederson. Und dann haben wir noch Sadio Mane als Man of the Match. Was ist das hier für ein Pack, Leute? Benjamin Mendy, Florenzi, Golarov, Morel, Kimbembe und Ederson. Auch wenn Ederson eine Club 100 Karte hat, Leute, gebe ich hier Sadio Mané den Punkt. Nicht den Punkt, sondern Sadio Mané ist der Beste. Ob Mané jetzt auch den Punkt macht, werden wir jetzt erfahren. Nämlich in dem zweiten Stickertütchen der Champions League Serie, ob da vielleicht ein besserer drin ist. Nö. Ich hatte recht. Sadio Mané macht das 1:1. Dritte Runde. Also die Karten, die Champions League Karten haben wir wieder ausgeglichen. Wen haben wir jetzt hier? Hübner, Barcelona Logo. Haben wir hier Piscini von Valencia. Jan Vertonghen. Oh, Justin Kluivert, der Sohn von Patrick Kluivert und Bonaventure, der Speed King von Club Brügge. Ja, also ich würde mal sagen, Jan Vertonghen ist der Beste, aber ich würde auch sagen, dass jetzt nicht so wirklich richtig gute Spieler da drin waren im Magitex-Päckchen. Also eventuell die leichte Chance für die Sticker. Wenn jetzt hier einer kommt, der einigermaßen gut ist. Gabriel, eieieiei, Sturridge. Ja, der blüht jetzt wieder ein bisschen auf bei Liverpool, aber die Jahre zuvor, die waren eine Katastrophe für den englischen Stürmer. Pastore, ich würde schon fast sagen, Jan Vertonghen macht den Punkt, Leute. Das ist das 2:1. Also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Jan Vertonghen mit dem Punkt hier. So, Letica von Brügge. Dann haben wir einen Embula von Monaco. Maxi Pereira, Raul Albiol, Malcolm und Marco Asensio, 17-18 Winners. Und der 17-18 Gewinner ist auch der Beste in diesem Päckchen, Marco Asensio. Ja, es gibt aber auch da wieder viele, viele Spieler, die besser sind als Asensio. In meinen Augen, Steven Zuber, Porto Trikots, aber in diesem Päckchen war jetzt keiner drin. Ich würde noch sagen, Stefan de Vries ist der Beste, aber der macht den Punkt nicht gegen den
Galaktischen. Und das ist das 3:1 und die Champions League Serie. Ja, gewinnt mal wieder ein Unboxing Battle, Leute. Jetzt kann ich es ja sagen, nämlich das normale Unboxing Battle hat nämlich auch die Champions League Matchdeck Serie gewonnen. Zufall? Ich denke nicht. Ich denke, dass in den Karten einfach bessere Spieler immer drin sind. Weil es einfach weniger Spieler gibt in der Champions League Matchdeck Serie als in den Stickern. Glaube ich zumindest. Franck Ribéry und Kingsley Coman, beide Franzosen hier vom FCB, haben wir in diesem Päckchen gehabt. Und ich nehme auch Franck Ribéry hier als besten Spieler mit. Weil es ist vollkommen egal, ob jetzt hier die Sticker den Punkt macht, den letzten hier, oder ob nochmal die Matchdeck-Serie erfolgreich ist. Aber ich glaube, es sind sogar nochmal die Sticker. Dries Mertens, Toni, du bist Gold wert. Toni Kroos hier nochmal zum Abschluss. Und Franck Ribéry, es tut mir leid, ich kann dir den Punkt nicht geben. Du kannst jetzt gerne ausrasten oder kannst rummeckern. Keine Ahnung, Leute. Endstand 3:2. Ribéry, du kannst trotzdem zufrieden sein. Dein Team hat quasi trotzdem gewonnen. Leute, 3:2, die Tops Matchdeck Champions League Serie. Holt hier den Gesamtsieg im XXL Unboxing Battle. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Leute. Ich bin raus an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.